Hallo Edelmetall, Freunde, Freunde der Wahrheit. Hier sind die Top News am Freitag, an einem historischen Tag, wo wahrscheinlich im Bundestag eines der schädlichsten und regelrecht dümmsten Gesetze verabschiedet wird, die jemals hier verabschiedet wurden. Aber darum geht es nur am Rande. Was habe ich heute für Sie? Die Gefahr für den Crash steigt und da gibt es Indizien aus USA, China und natürlich aus Schilder auch reichlich. Kommt jetzt möglicherweise doch die BRICS-Währung? Und dann hätte ich noch etwas zu den globalen Spannungen für Sie, die irgendwie gerade auch wie Pilze aus dem Boden schießen. Es geht aber los mit Google. Das Unternehmen möchte, dass Sie nur die richtigen Informationen bekommen. Zensur sowie Gedanken- und Sprachverbote sind im Internet in einem rapiden Tempo auf dem Vormarsch. Google macht hierbei keine Ausnahme. Kürzlich hat Latoya Drake, Vorsitzende der Abteilung für nordamerikanische Angelegenheiten bei der Google News Initiative, in einem Kurzvideo die Einführung und Nutzung von neuen Instrumenten für eine verbesserte Kontrolle von Internetinformationen angekündigt. Diese neuen Instrumente sollen dazu in der Lage sein, Des- und Missinformationen als solche zu entlarven und die allgemeine Informationsqualität zu verbessern. Die Google News Initiative wird sowohl mit Verlagshäusern als auch mit Journalisten zusammenarbeiten, um zukünftig gegen Des- und Missinformationen im Internet vorzugehen. In den Suchergebnissen von Google werden Berichte auf den Seiten von alternativen und unabhängigen Medien kaum bis überhaupt nicht mehr vorkommen. Denn Google arbeitet mit den globalistischen Organisationen zusammen, um künftig eine Vorauswahl an genehmigten Suchergebnissen zu den vorgenannten Themen erscheinen zu lassen. Und damit komme ich zur Crashgefahr. Das Thema wird seit vielen Jahren an die Wand gemalt. Und sicherlich haben wir uns vertan in der Vorhersage des Zeitpunktes, aber die Anzeichen mehren sich. Und ich kann immer wieder nur raten, bereiten Sie sich vor. Zunächst ein Blick nach Amerika. Die von der Inflation gebeutelten Amerikaner sind mit der Rückzahlung ihrer Kreditkarten und Autokredite so in Verzug wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Und der Kampf um die Begleichung ihrer Rechnungen wird sich noch verschärfen, wenn die Zinsen steigen und das Moratorium für Studentenkredite ausläuft. Gering- und Mittelverdiener sind trotz der Versuche der US-Notenbank, die hartnäckig hohe Inflation einzudämmen, von den steigenden Preisen für Mieten, Lebensmittel sowie Neu- und Gebrauchtwagen besonders stark betroffen. In diesem Jahr sind laut Kreditauskunftei Equifax 3,8% der Kreditkartenschulden und 3,6% der Autokredite in Verzug geraten. Beide Zahlen sind die höchsten seit mehr als 10 Jahren. Und nun habe ich was ganz Interessantes für Sie vom Economic Ninja, der wiederum von einem Bankeninsider berichtet. In diesem Video geht es darum, dass dem Ninja einer seiner Abonnenten geschrieben hat, der in einer Führungsposition in einer mittelgroßen Bank ist. Und bisher, dieses Jahr, hat er 2 Großkredite vergeben, bald möglicherweise einen dritten über 250 Millionen Dollar. Letztes Jahr hat er 27 Kredite vergeben. Und vor 2 Jahren 57 Kredite. Sie sehen also, zumindest bei dieser Bank bricht das Kreditgeschäft völlig zusammen. Dann spricht der Ninja in diesem Video noch davon, dass ein Memo des Bankenchefs herumgeht an die Mitarbeiter, wo er von herausfordernden Zeiten spricht, aber Chancen werden genutzt, es wird offensiv investiert, man hat hohes Eigenkapital und hohe Reserven für Kreditverluste. Er rechnet mit einer Verbesserung der Marktbedingungen. Es wird in künstliche Intelligenz und ESG investiert und so weiter. Der größte wirtschaftliche Druck läge hinter Ihnen. 2024 wird besser und 2025 super. Das sind Beruhigungspillen für die Mitarbeiter. Damit ein Blick nach China. Dinge scheitern immer langsam, bis sie plötzlich zusammenbrechen, sagte William Hurst, Chunghua Professor für chinesische Entwicklung an der University Cambridge. Kurzfristig besteht ein erhebliches Risiko einer Finanzkrise oder einer Wirtschaftskrise anderen Ausmaßes, die für die chinesische Regierung sehr hohe soziale und politische Kosten mit sich bringen würde. Irgendwann würde es eine Abrechnung geben müssen. China kam in den 80er Jahren aus seiner maoistischen Planwirtschaft heraus und war eine weitgehend ländliche Gesellschaft, die dringend Fabriken und Infrastruktur benötigte. Als die globale Finanzkrise 2008-09 ausbrach, hatte das Land nach Ansicht von Wirtschaftswissenschaftlern bereits den größten Teil seines Investitionsbedarfs für seinen Entwicklungsstand gedeckt. Seitdem hat sich die Wirtschaft nominal vervierfacht, während sich die Gesamtverschuldung verneunfacht hat. Um das Wachstum hochzuhalten, verdoppelte China in den 2010er Jahren die Investitionen in Infrastruktur und Immobilien auf Kosten des privaten Konsums. In diesem Artikel finden wir noch interessante Grafiken weiter unten, zum Beispiel diese: Investitionen in Immobilien, Immobilienverkäufe, aufgenommene Gelder durch Immobilienentwickler. Also der Immobiliensektor in China ist ganz schwer unter Beschuss. Und nicht nur dieser.
Chinas Exporte fallen wieder, da die Wirtschaft strauchelt. Chinas Exporte sind in den vierten Monat in Folge gesunken, da die Fabrik der Welt mit der schwachen Nachfrage im In- und Ausland zu kämpfen hat. Die Exporte fielen im August um 8,8% im Vergleich zum Vorjahr, während die Importe um 7,3% zurückgingen, wie offizielle Zahlen zeigen. Gleich kommen wir nach Schilda. Zunächst vielen Dank unserem Videosponsor Matterhorn Asset Management. Ob Sie nun ein paar Münzen kaufen und vorsorgen, Gold und Silber, oder ob Sie größere Summen anlegen, bei Matterhorn zum Beispiel, die Hauptsache ist, Sie tun es und werden nicht komplett überrascht von dem, was ich hier ganz dunkel aufziehen sehe. So we're here today in the biggest private gold vault in the world. And here, gold is stored for wealthy families, for institutions, for private banks, and even for some central banks. When you come through this vault, you go through a number of security zones. You're deep in the mountain here. We've gone for miles or kilometers through various security zones and different levels deep in the Swiss mountain to reach actually where the gold is stored. Damit nach Deutschland. Ein Sachverhalt kann völlig verschieden interpretiert werden. Deutschland importiert so viel Strom wie nie. Nach der Abschaltung der letzten drei Atomkraftwerke hat Deutschland deutlich mehr Strom importiert. Zwischen April und Juni wurden mit 18,5 Milliarden kW so viel Strom eingeführt wie noch nie in einem Quartal seit Beginn der Zeitreihe 91, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Nach Abzug der Exporte ergibt sich auch der höchste Importüberschuss für diese Zeitspanne von 7,1 Milliarden Kilowattstunden. Das entspricht etwa der Strommenge der drei letzten deutschen Atommeiler im zweiten Quartal 22. Ein alarmierendes Zeichen, ganz im Gegenteil, sagte der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. BDEW-Chefin Andrea wertet den Importsaldo Deutschlands als Zeichen eines funktionierenden Strombinnenmarktes. Und hier die andere Stimme dazu. Deutschland exportiert vor allem dann Strom ins Ausland, wenn Strom auf dem europäischen Markt im Überschuss vorhanden und entsprechend günstig ist, zum Teil sogar mit Negativpreisen gehandelt wird. Das kommt vor allem dann vor, wenn unbrauchbar viel Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt wird, etwa an sonnigen Sommernachmittagen. Dann muss Strom umsonst oder gar zu Negativpreisen ins Ausland verschenkt werden, um die Netze hierzulande nicht zu überlasten. Bei Stromimporten ist es exakt umgekehrt. Deutschland kauft vor allem dann Strom aus dem Ausland, wenn er knapp und entsprechend teuer ist. Somit wird der Importüberschuss Deutschlands oft teuer bezahlt. Gerade wurde das Statistische Bundesamt erwähnt, dem kann man auf Twitter auch folgen und dort gibt es immer ganz interessante Nachrichten, wie es bei uns abwärts geht. Zum Beispiel hier, reale Produktion im produzierenden Gewerbe um 0,8% gesunken. Hier haben wir das mit dem Importüberschuss bei Strom, wie gerade erwähnt, Auftragseingang im verarbeitenden Gewerbe um 11,7% gefallen und so weiter. Und damit komme ich zur BRICS-Währung. Atomschlag gegen Dollar und den Westen. Russland führt BRICS-Währung ein. Russland hat die ersten Bilder der BRICS-Währung veröffentlicht, was im Westen Schock und in den USA Besorgnis hervorrief. Dieser Schritt kommt einem nuklearen Schlag gegen den Dollar und das globale Finanzsystem gleich. Die Welt ist erneut in West und Ost mit zwei unterschiedlichen Systemen wirtschaftlicher Transaktionen geteilt. Die BRICS-Währung wurde bei einer Zeremonie zur Feier der Aufnahme der VAE in den BRICS-Plus-Block in Südafrika enthüllt. Auf der einen Seite der Banknote sind die Flaggen der fünf BRICS-Staaten abgebildet, auf der Rückseite die Symbole der im Block enthaltenen Länder. Es ist noch nicht genau bekannt, wann die BRICS-Einheitswährung eingeführt wird, aber alle Berichte deuten darauf hin, dass dies sehr bald geschehen wird. Und damit der letzte Themenblock für heute, neu aufkeimende Konflikte. Tausende Soldaten an der Grenze Aserbaidschan startet eine neue Invasion in Armenien. Die Kaukasusregion steht am Rande eines weitreichenden Konflikts, da Aserbaidschan tausende Truppen mit Panzern, Artillerie und gepanzerten Fahrzeugen an die Grenze verlegt und zehntausende Reservisten einberufen hat. In den letzten 48 Stunden wurde eine Luftbrücke zum Transport von Waffensystemen aus der Türkei und Israel nach Aserbaidschan eingerichtet, was den Iran dazu zwingt, eine doppelte Warnung an Baku auszusprechen, da er keine geopolitischen Veränderungen zum Nachteil Armeniens zulassen wird. Da wurden gerade zwei wichtige Länder erwähnt, Türkei und Israel, und das bringt uns direkt nach Syrien. Höllenfeuer in Idlib zum ersten Mal seit dem Jahr 2020. Zum ersten Mal seit 2020 haben syrische Regierungstruppen unter der Führung des syrischen Präsidenten Assad
in der Region Jabal al-Zawiya in Idlib schwere Angriffe gegen die Terrororganisation HTS verübt. Neben den syrischen Streitkräften bombardiert auch die russische Luftwaffe massenweise Stellungen und Hauptquartiere der Terroristen. Russische Kampfflugzeuge zerstörten mehrere Terroristenhauptquartiere der HTS und der Turkestan Islamic Party im Gebiet Jis al-Shugur und im Dorf Dwayr al-Akkad und der Kap-Ebene in Idlib und auf dem Land in Hama. Das bedeutet, dass die Zeit für den letzten Angriff der syrischen Armee in Idlib naht. Was das wiederum für das Verhältnis zwischen Russland und der Türkei und Israel bedeutet, kann man sich vielleicht denken. Bleibt noch das Zitat für heute. Das wäre es gewesen für diese Woche. Trotz dieser Nachrichten wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Bereiten Sie sich vor und genießen Sie natürlich jede Minute des Restsommers. Bis nächste Woche. Tschüss.